Mit der heutigen Technik und noch dazu im stillen Mittelmeer darf so etwas nicht passieren. Auch die Evakuierung müsse ja katastrophal organisiert gewesen sein. In solchen Situationen schaut jeder nur noch für sich. Ich frage mich, ob die Toten alle Anweisungen befolgt haben. Mir ist bewusst, dass man in Panik gerät. Aber ganz ehrlich, das Ufer ist laut Video nicht wirklich weit entfernt und das Schiff ist auch nicht ganz gesunken. Also hätten sich die Jüngeren ohne Probleme retten können. Versuch du mal, in 4 Grad kaltem Wasser an Land zu schwimmen. Ich habe soeben meine Bootsprüfung gemacht und gelernt, dass Parallelfahrten näher als 300 Meter verboten sind. Und was macht dann bitte ein Kreuzfahrtschiff so nahe an der Küste? Da kann man nur sagen, Übermut tut selten gut. Wenn mir mein Chef einen Auftrag erteilt und ich weiß, dass es verheerende Auswirkungen haben könnte, weise ich ihn darauf hin und verweigere die Ausführung. Die Verantwortung liegt einzig und allein beim Kapitän. Ihr wollt mir doch nicht allen Ernstes erzählen, der Kapitän alleine sei schuld. Es ist ein Fakt, dass er als einer der Ersten das Schiff verlassen hat. Und das ist per Gesetz auch in Italien verboten. Sehr erstaunlich, wie schnell Schuldzuweisungen gemacht werden. Ich halte eine Evakuierung von 4000 wild gewordenen Touristen für eine hervorragende Meisterleistung. Hat schon jemand daran gedacht, dass der Kapitän unter Schock gestanden haben könnte und das Schiff gar nicht bewusst verlassen hat? Es gibt doch für alles eine Ausrede. Das ist ja wie wenn ein Polizist davonrennt, wenn einer das Messer zieht. Naja. Es haben andere schon wegen ganz anderen Dingen irrational gehandelt. Was ist zum Beispiel mit denen, die Parkschäden verursachen und nicht einmal zu solchen Kleinigkeiten stehen können? Da fängt es nämlich an. Schuldig oder nicht? Er hat einen Fehler gemacht und Fehler sind menschlich. Es ist doch nicht menschlich, das Schiff zu verlassen, wenn er genau wusste, dass Tausende noch auf dem Schiff festsitzen. Im Grunde könnte man auch sagen, dass der Kapitän Hunderte vor dem Ertrinkungstod gerettet hat. Auch das ist die Wahrheit, oder? Das glaubst du doch selber nicht. Nein. Das stimmt doch nicht. Die Wahrheit ist, dass er die Rettung von einem Felsen aus koordinierte. Du hast ja keine Ahnung. Man kann doch nicht die Rettung eines Riesenkreuzers von einem Felsen aus koordinieren. Wie soll das gehen? Per Telepathie? Es ist Ehrensache, dass der Kapitän bis zum Schluss an Bord bleibt. Sind wir das Gericht? Ihr wisst doch gar nicht, was stimmt und was nicht. Haltet mich für unmenschlich, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass halt mal ein Schiff gesunken ist. Seien wir doch mal ehrlich. Es wäre an der Zeit, dass man in den Medien wieder einmal davon liest, dass jeden Tag 36.000 Menschen an Hunger sterben. Genau. Das hat doch nichts miteinander zu tun. Natürlich hat es nichts miteinander zu tun. Würdest du eine Zeitung lesen, in der von der ersten bis zur letzten Seite nur über Hungertod und Umweltkatastrophen berichtet wird? Danke. Ich nicht. Danke. Was nicht heißen soll, dass es mir egal ist. Wir sind nun mal in dieses System hineingeboren. Und wir alle sind schuld. Blödsinn. Das glaubst du ja selber nicht. Die Fakten stimmen zwar, aber das ewige Verallgemeinern von wegen wir sind alle schuld, geht mir auf den Senkel. Wirklich? Da fängt es nämlich an. Du hast wahrscheinlich Geld bei den Banken, die mit Nahrungsmitteln spekulieren. Was?
völlig irrelevant. Wir sind nun mal in dieses System hineingeboren. Aber sicher fühle ich mich nicht für den Tod von 36.000 Menschen täglich verantwortlich. Thank you.